Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch Aktienbildung und in diesem Video geht es um die PVH Corp. Das ist ein führender amerikanischer Modekonzern, den man aber vor allem kennt für seine zwei wichtigsten Marken, Calvin Klein, was vor allem bei Unterwäsche stark ist, und Tommy Hilfiger. Ja, Tommy Hilfiger war mal vor 10, 15 Jahren sehr angesagt, erholt sich aber auch langsam wieder und sie decken sowohl, sag ich mal, so Freizeitkleidung ab, aber haben auch, sag ich mal, so ein bisschen festliche Anzüge etc. Und es ist auch eine globale Marke. Calvin Klein, wie gesagt, vor allem hier so die Unterwäsche ist sehr iconic, das kennt man. Und profitieren sie auch noch von dem Sporttrend, weil das ganz gut da aussieht. Und natürlich auch ein bisschen der Schwäche von L Brands, ja, die ja mit Victoria's Secret massive Probleme haben, weil sie so ein bisschen da auf das falsche Frauenbild gesetzt haben. Das hier ist, glaube ich, hier ein bisschen moderner. Was vielleicht auch interessant ist, zum Beispiel das Coachella Festival ist sehr angesagt in Kalifornien, das sponsern sie. Und die Marken, wir sehen hier die Google Trends Suche, haben immerhin gewachsen die letzten Jahre. Wir sehen, Tommy Hilfiger ist das Blaue, nee, das Rote, Entschuldigung, und Calvin Klein ist das Blaue. Und das hat immerhin zugelegt, mehr als Ralph Lauren, die relativ eigentlich verloren haben. Und auch Hugo Boss ist das Gelbe. Die sind stabil geblieben, also man gewinnt eher leicht Marktanteile. Aber gehen wir mal in die Investorenpräsentation, da gibt es noch mehr Informationen. Ja, sie wollen natürlich so die am meisten bewunderte Mode- und Lifestyle-Firma der Welt werden. Das ist alles so ein bisschen beliebig, aber insgesamt ihre Zukäufe, die großen, haben Sinn gemacht. Die Firma gibt es eigentlich auch schon seit über 100 Jahren. Und konnte immerhin 16% wachsen in den letzten Jahren von den Earnings. Ja? Und neben diesen zwei wichtigen Marken gibt es noch so alte Marken, die sind aber eigentlich unbedeutend. Wir sehen es hier, Calvin Klein ist mehr als doppelt so groß wie alle diese Marken zusammen. Plus, die haben auch noch eine niedrige EBIT-Marge. Was auch ganz spannend ist, die Firma macht um die 10 Milliarden Umsatz, steht aber für Einzelhandelsumsätze von 22 Milliarden und da sind ja auch ihre eigenen Einzelhandelsumsätze mit drin. Also ihr seht, wenn ihr im, sag mal, im KDW ein Tommy Hilfiger T-Shirt kauft, ja, dann geht 70% an das KDW und nur 30% an PVH. Also die Margen im Modesegment sind sehr hoch. Darin liegt aber natürlich auch die Chance, wenn die Leute dann direkt online kaufen. Ja. Und wir sehen auch im Wettbewerb, es ist eine der größten Modekonzerne der Welt, auch vom Umsatz. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht mit den wertvollsten Modefirmen. Hier haben sie nicht alles aufgeführt, damit sie weiter vorne sind. Aber zum Beispiel die VF Corp ist deutlich teurer vom Multiple dazu, kommen wir aber noch später dazu. Ja. Und klar, es ging auch mal 2008, 2009 zurück. Also sie machen doch immer wieder regelmäßig Aktienrückkäufe und es ist doch eine ganz schöne Wachstumskurve, wenn man das mit anderen bekannten Firmen vergleicht. Und was ich eigentlich ganz gut finde, dass man halt zwei starke Marken hat. Man ist nicht komplett abhängig von einer, was das Risiko ein bisschen senkt. Ja, und die Firma ist zwar stark in den USA, aber es sind internationale Marken. Sehen wir auch, dass zum Beispiel Europa bei 40% für den Gewinn steht und USA nur 30%. Ja. Und wir sehen, dass online wächst, aber mehr so bei den Partnern. Da können sie, glaube ich, noch mehr machen von der Strategie. Allerdings, die Marke von den Produkten hat sich zuletzt auch wieder verbessert. Wie gesagt, sie haben hier auch so Anzüge, was nicht so wächst, aber haben auch verschiedene Sub-Brands gemacht. Jetzt, warum ist die Aktie interessant? Insgesamt ist die Aktie, hat sich nicht so gut entwickelt. Ja, war aber auch mal deutlich teurer. Inzwischen haben wir hier so ein einstelliges KGV oder um die 10. Ja, und immerhin bei 10 Milliarden Umsatz ist die Firma nur 7,5 Milliarden wert. Und zuletzt hat sich das jetzt auch wieder ein bisschen erholt. Warum war das so? Man hat ein bisschen Erwartungen enttäuscht. Plus so Handelsstreitigkeiten. Man hat natürlich physische Produkte, die natürlich leicht irgendwie mit Zöllen belegt werden können. Das hat auf Stimmung gesorgt. Und sie gehören natürlich auch so ein bisschen in diese Retail-Ecke, die natürlich schlechte Zukunftsaussichten hat. Aber wenn ich halt eine eigene Marke habe, ist das nicht ganz so schlimm, als wenn ich nur ein Einzelhändler bin, der keine eigene Marke hat. Und die Firma, das ist auch der Nachteil, ist verschuldet. Dadurch ist das EV/EBITDA auch nicht so attraktiv, das sollte man noch wissen, aber die Investoren-Ratings sind ganz gut. Wir sehen hier
EFI Sales ist dann um die 1. Trotzdem ist es, glaube ich, beherrschbar. Die Zinsen sind ja zuletzt gesunken. Sie können auch so ein paar von diesen kleinen Marken sonst auch verkaufen. Und wir sehen auch hier im langfristigen Vergleich auf Guru Focus, die grüne Linie ist der aktuelle Preis und die rote und blaue ist eigentlich so der faire Wert. Und erstmals seit längerem ist die Aktie hier wieder deutlich drunter, als es zum letzten Mal hier so war um 2015. Da ist die Aktie, wir sehen das hier, danach deutlich gestiegen. Das heißt, immer wenn so eine Marke mal wieder Momentum bekommt, ist natürlich schwierig auch vorherzusehen. Allerdings glaube ich, dass das die Bewertung nach unten einigermaßen abgesichert ist. Ne? Wir sehen das hier, es ist immer noch, man wächst immer noch leicht organisch und das sollte man nicht vergessen und die Schulden werden weniger. Was gibt es jetzt beim fairen KGV? Wir sehen es hier, dadurch, dass man ein Markenunternehmen hat, bekommt man hier noch ganz gute Noten. Die Softfaktoren finde ich eher so lala und man hat natürlich viel Wettbewerb und nicht mehr so viel Marktwachstum und es gibt natürlich deutliche Abzüge bei der Bilanz, weil man halt doch verschuldet ist. Aber insgesamt ist das Wachstum noch da, Margen sind in Ordnung. Es gibt eine Bewertung von 7,7 und es wäre ein faires KGV von 17. Und in diesem Bereich war die Aktie früher auch oft. Jetzt ist sie, wie gesagt, deutlich darunter. Das ist schon ein deutlicher Abschlag gerade für eine amerikanische Aktie. Und deswegen wird sie auch in die Aktienideenliste aufgenommen, und zwar in der Sektion Markenunternehmen und kommt damit auch in das Wikifolio It's the Brand Stupid rein, wo ich diese 100 Ideen nach den 10 Investmentthemen aufnehme. Ja? Was ist eure Meinung zu PVH? Gerne posten. Wenn da jemand auch näher dran ist an irgendwelchen Modetrends, das ist in diesem Segment immer sehr, sehr wichtig. Da bin ich natürlich nicht der absolute Experte, aber ich finde die Aktie eigentlich relativ günstig, ist ein Geschäftsmodell, was man leicht versteht, eine Marke, die doch immer einen gewissen Wert haben wird und eine Bewertung, die doch vertretbar ist. Und wenn sich die Handelsstreitigkeiten auch von der Thematik ein bisschen auflösen und sie vielleicht digital auch noch ein bisschen besser werden, glaube ich, hat die Aktie auch ein gewisses Neubewertungspotenzial. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und hier seht ihr auch noch andere Modeunternehmen in der Videoschnellvorstellung.